Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Traindreams, jeden Freitag 16 Uhr. So, heute bin ich für euch da. Okay, letzte Woche war ich nicht für euch da. Da bin ich wie ein bisschen angekündigt im Urlaub. Ich bin zwar immer noch im Urlaub, aber diese Woche gibt's mal wieder ein Video. Ich habe ein bisschen was gemacht. Das sind alles kleine Arbeiten, die mich immer unglaublich aufhalten. Ihr seht es im Hintergrund schon. Ich habe mir jetzt das Häuschen vorgenommen, um es noch etwas besser zu bemalen. Ich hatte es ja gesagt, es ist ja nur eine Grundierung. Man sieht es ja auch an dem Übergang von dem tiefen Dach zum Turm. Da ist ja so ein bisschen braun dran und wie auch immer. Und das sieht halt nicht besonders schön aus. Deswegen wird das natürlich noch von Hand bemalt. Da bin ich der Meinung, das macht sich mit Airbrush sehr, sehr schlecht. Wenn man die ganzen feinen, kleinen Kanten bemalen will, da kannst du nur mit dem Pinsel nacharbeiten, damit es irgendwo vernünftig aussieht. Als Kontrast habe ich mir jetzt eine Farbe rausgesucht, die etwas heller ist als die eigentliche Grundfarbe des Gebäudes und habe damit diese Steinchen, die ich gerade hier bemalt habe auf der linken Seite, überall fein säuberlich von Hand bemalt. Das sieht natürlich alles so ein bisschen flink und schnell aus, wenn man das hier in der Schnellvorspul-Sache sich anschaut. Es ist aber eine langwierige Aufgabe, dass man das hinkriegt. Ich meine, gut, man muss es nicht übertreiben. Ihr seht, wichtig ist, dass die Farbe dran haben. Die müssen nicht komplett bemalt sein. Das ist ein Fehler, den ich immer wieder irgendwo sehe, zumindest aus meiner Sicht. Wenn jemand was bemalt, das ist zu akkurat, dann jeder Stein an die Kante ran. Wenn man sich echte Gebäude draußen anguckt, da ist abgeplatzte Stellen dran, da ist das nicht ganz sauber, ist ja auch ganz klar, weil Verwitterung und wie auch immer dran ist. Deswegen muss man sich bei solchen Applikationen gar nicht mal die Mühe so geben, dass man das ins letzte Detail ganz säuberlich fein ranmalt. Das ist nicht erforderlich, selbst wenn immer so kleine Farbunterschiede drin sind, man mal ein bisschen rübergekommen ist mit der Farbe. Überhaupt nicht schlimm, bin ich zumindest der Meinung. Ich hoffe, ich teile eure Meinung auch, oder ihr teilt meine Meinung. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Das muss halt nicht sein. Bei Türen und sowas, ja, natürlich, die platzen ja dann nicht ins Mauerwerk irgendwo rein kaputt oder sowas. Aber bei solchen Steinapplikationen oder über den Fenstern drüber, das kann ruhig ein bisschen unsauber sein. Das sieht sogar dann noch netter aus, als wenn das zu akkurat wäre. Ja, hier vor hinten mache ich jetzt die Läden noch braun. Das ist natürlich die Rückseite des Bahnhofgebäudes. Sieht man später gar nicht. Ist tatsächlich so. Wenn ich das hinstelle, man sieht es einfach nicht. Das sind einfach Sachen, die ich natürlich bemale, wie das jeder andere auch macht oder gestalte. Ich werde auch die Alterung hier hinten vornehmen. Ich werde auch vielleicht die eine oder andere Beschädigung noch irgendwo nachbilden. Auch auf der Rückseite, wenn man doch eine Aufnahme macht mit der Kamera von hinten, wenn man vielleicht irgendwelche Züge zeigt oder wie auch immer. Das soll schon nett aussehen und zumindest auch für den Kopf, dass man sagt, ja, ich habe das auch gemacht. Das Uhrenblatt hier oben klassisch weiß ist auch klar. Habe ich versucht, so genau wie möglich zu malen. Ist zum größten Teil auch geklappt oder hat funktioniert. Ja, natürlich, auch hier kommst du mit dem Pinselchen manchmal daneben und es läuft nicht. Aber ist doch nicht schlimm. Auch da kann man dann mit der beigefarbenen Farbe das schön nachzeichnen. Dann passt das auch. Ihr seht es oben zum Beispiel, da bin ich so leicht rausgerutscht mit dem Weiß. Ist überhaupt nicht schlimm. Ja, das kannst du ja dann wieder nachzeichnen und die Sache ist erledigt. Hier verwende ich jetzt eine Farbe, das hatte ich, glaube ich, in meinem vorletzten Video erwähnt. Das ist diese Gunmetall, also Waffenmetallfarbe irgendwo, so heißt sie zumindest. Das ist wie so ein, ja, vielleicht wie eine Pistole so oder ein Gewehr, was weiß ich, so dieser Farbton da irgendwo nachempfunden, ja. Und so habe ich mir jetzt auch von der Rückseite jetzt hier die Uhr vorgenommen, habe erstmal auf der Rückseite probiert, kommst du da mit einem Pinselchen hin oder musst du da mit einem feinen Edding malen oder irgendwas in der Art. Und ich bin der Meinung, das hat funktioniert, das kann man so lassen. Natürlich, vergesst bitte unseren Maßstab nicht, zumindest an die Endbahner brauche ich das nicht zu sagen, aber alle anderen, die es vielleicht anschauen sollten, die vielleicht noch aus dem Handelbereich sind, hier habe ich mit der Lupe gearbeitet und jetzt haben wir so eine extreme Vergrößerung, dass es natürlich wieder vielleicht sogar ein bisschen unsauber wirkt. Ja, aber wie gesagt, das ist ja schon, ich bin mit der Kamera voll rauf, ich gucke durch die Kamera, durch die Lupe durch und hier musste ich die Perspektive wechseln, weil wenn ich die Kamera durch die Lupe gucken lasse und gleichzeitig selber gucken will, verzerrt das komplett, also das ging gar nicht. Deswegen habe ich jetzt die Kamera oben, dass man das sieht, so ein bisschen positioniert. Und unten gucke ich jetzt gerade durch die Lupe, dass ich das vernünftig sehe. Und selbst das ist mir zu weit. Wenn man das jetzt alleine so vor sich hin bemalen würde, würde man da wahrscheinlich mit der Nase fast draufkleben. Das macht sich beim Film immer ein bisschen schlecht. Dann habe ich mir gedacht, der vordere Bahnhof, der ist ein bisschen nackig. Da kommen ja die Unterführungen hoch. Ja, da habe ich ja diese Unterführungstreppen da so rein gemacht. Und die habe ich gedacht mir, wenn es regnet, würde es ja da reinregnen, auch blöd.
natürlich eine Modellbahn, aber ihr wisst, was ich meine. Da muss ein Dach drüber. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich hingesetzt bei Fusion 360 und habe mir dann entsprechendes Dach gefriemelt, zusammengefriemelt und habe das so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe dann gleich so die Schilder dran gemacht. Ich habe mir die Säulen unten gestaltet. Unten rechts sieht man es jetzt ganz gut. Da habe ich dann so ein bisschen mit Verdickungen gearbeitet und unten ist es eckig mit runden Kanten, während der eigentliche Säule ist rund. Also viele kleine Sachen, die nachher sowieso kein Mensch sehen wird. Ich glaube, wenn ich da Streichhölzer drunter geklebt hätte als Säule, hätte es auch keiner gesehen, wenn die bemalt sind. Aber gut, ich habe mir gedacht, mach's vernünftig, freust dich drauf. Und hier kommt das natürlich in meinen Anycubic rein. Man sieht es da hinten in grün, ist jetzt das Dach mit den Säulen. Das sind auch die Schilder so ein bisschen zu erkennen. Und das Blaue waren die Stützstrukturen. Das Drucken zeige ich euch jetzt natürlich nicht. Das ist Quatsch, habe ich in den letzten Folgen schon gemacht. Das brauche ich nicht zu machen. Hier haben wir den ersten Entwurf, der nicht verwendet wird. Ich habe ihn euch aber gezeigt, weil ich habe auch nicht jedes Mal immer alles aufgenommen. Das Dach ist leicht schief geworden. Vielleicht sieht man es auf der linken Seite, jetzt auf der rechten Seite, ist wie so eine Art Beule oben dran. Das hat sich verzogen beim Druck. Da war ich selber schuld. Da habe ich nämlich einfach meinen Resintank zu voll gefüllt. Der ist übergelaufen ein bisschen. Und das unter meinen Druckbehälter, ich weiß nicht, wer den Resindruck so ein bisschen kennt, ist mir Resin gelaufen. Und das hat sich natürlich von unten mit UV verhärtet und dadurch ist der Druck miserabel geworden. Und habe das Ganze nochmal entworfen, habe auch die Unterkonstruktion anders gemacht. Das heißt, ich habe mir so eine Schlitze da reingedruckt mit und werde auch gleich sehen, warum. Und habe das Ganze mir natürlich verschleifen müssen. Du hast beim Resindruck, der ist zwar sehr akkurat, aber er ist für solche viereckigen Gebilde semi-bedingt zu verwenden, muss ich mal dazu sagen. Also man muss dann viel, viel schleifen, wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, dass ich praktisch die Kanten richtig gerade bekomme. Die beulen ganz leicht. Nicht viel, ja. Ich als Pedant, dem ist das sowieso nie genug irgendwo. Und ja, andere hätten das vielleicht zusammengepappt und gut wäre gewesen, aber ich wollte es halt schön haben. Ich will, wenn es geht, diesen Übergang gar nicht sehen. Ich glaube, so 100% kriegt man das nicht hin und habe versucht, jetzt hier das wirklich so hinzukriegen, wenn ich nachher die beiden Bahnsteigdächer, es müssen zwei Bahnsteigdächer aneinander geklebt werden, weil einfach die 40 cm ich nicht auf meinen Drucker kriege, ist klar, obwohl ich nur einen sehr, sehr großen habe mit 9 Zoll bzw. 10 Zoll jetzt. Und habe dann, ja, wie gesagt, das eben nur auf meine 20 cm drucken können, oder besser 22, weil es 44 lang ist. Und ja, ich habe es hinbekommen, kein Problem, ich habe das geschliffen, ich habe auch versucht, ich habe extra diesen Schleifer genommen, ich hätte auch mit einer kleinen Feile arbeiten können, da haben mir aber aufgefallen, mit einer Feile, das kennt ihr selber, wenn man feilt, hat man immer so einen leichten Bogen, den man feilt. Während ich mit dieser Schleifmaschine, die führe ich ganz sauber in der Hand und kann das wirklich schön gerade. Man sieht es hier, da muss noch ein bisschen geschliffen werden. Und dann passt das Ganze irgendwo doch zusammen. Und ich habe mich da gefreut, dass das wirklich relativ gut zusammengegangen ist. Also wer es weiß, dass es zwei Teile sind, wird es wahrscheinlich immer sehen. Aber das, mein Gott, ist halt so. Ja, aber ihr seht, das passt recht gut zusammen. Und so kann ich es irgendwo erstmal gelten lassen. Ja, ich habe da wahrscheinlich zigmal noch nachgeschliffen, wie ich mich kenne. Von unten noch verschliffen. Ach, da sind mir immer mal diese Säulen, die habe ich gleich mitgedruckt. Die hätte ich vielleicht separat drucken können und dann aufkleben. Aber ich wollte Arbeit sparen. Ich wollte es so einfach wie möglich haben. Also habe ich sie gleich mitgedruckt. Nun ist aber so, dass dieses Resin, wenn das gehärtet wurde mit UV, ist relativ spröde irgendwo. Und wenn du da ein bisschen rumhantierst, plötzlich knack, war der Fuß weg. Ja, und dann habe ich mir beim Aufkleben gedacht, du kleiner Idiot, warum hast du es nicht separat gedruckt? Du klebst doch jetzt sowieso fast alle Füße nochmal separat an, ja? Und es war tatsächlich so, ich glaube, von diesen 6 Säulen habe ich 4 nochmal ankleben müssen, weil ich sie einfach abgerissen habe. Und jetzt sehen wir, warum ich diese Schlitze da reingedruckt habe. Das ist immer der Vorteil, wenn man selber baut. Ja, man kann sich eben bestimmte Sachen einfallen lassen. Und mir macht das unglaublich viel Spaß, wenn man so selber was entwerfen kann. Ob das perfekt wird? Sicherlich, wenn ich einen Bausatz kaufe, ist der perfekt, das ist mir völlig klar. Aber das ist meins. Das habe ich mir selber erdacht, das habe ich mir selber zusammengebastelt, das habe ich mir selber zusammengefriemelt mit allem möglichen Zeug. Und jetzt kommt hier eben diese kleinen Stäbchen rein. Das war mal ein Zahnstocher, wo ich die Spitzen vorher abgeknapst habe. Und die passen natürlich, logischerweise, weil ich mir das so gedruckt habe, in diese Schlitze rein. Deswegen sind die da. Da führe ich später auch die Kabel durch, weil da kommt ja Beleuchtung rein. Und ja, mit diesen kann ich das nochmal zusammenfügen. Das heißt, ich klebe es nicht nur in sich zusammen, sondern mache auch die Versteifung unten drunter. Und somit ist das jetzt wirklich ein stabiles Teil. Ich habe es da drüben liegen. Ich komme jetzt nicht hin, sonst würde ich mal die Kamera halten. Ich bin ja hier ein bisschen weiter, als ich euch wieder zeige, weil ich schon wieder an dem Material für nächste Woche arbeite.
Und ist aber auch egal. Auf jeden Fall habe ich das dann kleben lassen. Es ging wunderbar. Und es ist richtig stabil geworden dadurch. Ja, natürlich, ein Schwein kann ich nicht dranhängen, wie man so schön sagt. Aber es ist schön stabil. Habe das Ganze nochmal in sich verschliffen, damit man, wenn man von der Seite oder sich mal ein bisschen runterbückt, damit man da oben nicht so diese Hölzchen sieht. Es stand eigentlich gar nicht über. Ich habe es halt verschliffen, weil ich es verschleifen wollte. Es ging so gut. Ja, nein, es wird ja noch verspachtelt jetzt als nächstes. Und da brauchte ich so ein kleines bisschen Grund, dass das irgendwo vernünftig alles ist. Weil du hast, wie ich schon sagte, du hast bei dem Resindruck, bei geraden Flächen, bei wirklich, wenn du akkurat arbeiten willst, da ist mitunter der FDM-Drucker besser. Also der reine 3D-Drucker, den ihr alle kennt. Ja, weil der, wenn der gut eingestellt ist, der macht das wirklich perfekt. Und bei Resin, wenn das trocken ist, wenn das nachtrocknet, verzieht sich das mal so ein kleines bisschen. Das ist halt mehr für Figuren und sowas gedacht, die man irgendwo basteln kann. Also die Präzision, die Detailtiefe ist unglaublich. Also man sieht sich Dächer anguckt, Wie toll die Dächer damit geworden sind. Aber nun ist es halt, wie gesagt, so, dass wenn du wirklich ganz gerade Flächen haben möchtest, wie ich an dem Dach, dann hast du an den Enden manchmal so einen leichten Bogen, der nach innen geht. Ist aber auch gar nicht schlimm. Revell Plasto genommen und das ganze Ding verspachtelt irgendwo. Das ist natürlich wieder mal eine schöne, schwere Aufgabe, nachdem ich sowieso oben die halbe Tube wegschmeißen kann, wie ich festgestellt habe, dass das hart geworden ist. Beziehungsweise nicht hart, aber es ist sehr, sehr wie Knete. Ja, und das geht nicht. Das kannst du nicht auftragen. Und jetzt gehe ich natürlich von unten relativ grob über die ganze Geschichte drüber, um das dann entsprechend dann schön auszustreichen und die Ritzen wegzukriegen. Natürlich nicht oben auf dem Dach, weil dann gehen die Dachziegel alle zu, das sieht auch blöd aus. Sondern nur von unten und von der Seite halt, diese Kante, dass es schön wird. Und das wird ganz gut. Also ich habe es ganz gut hinbekommen, bin ich der Meinung. Und ja, auch wie gesagt, also schön verstrichen, alles sauber gemacht und das wird dann von unten alles mit dem kleinen Schleifer, den ich da habe, wird das weggemacht. Oben mit so einem Spatelchen da immer schön aus den Dachziegeln wird er rausgeholt. Und diese Kante jetzt hier, um die geht's hauptsächlich, dass die halt gerade ist. Wenn das so rangeht, dann hast du da wie so eine Delle drin, wie so ein, ja, und das musste ich versuchen rauszukriegen. Und das ist natürlich das Geheimnis oder das, was man später eben versucht hinzukriegen, dass das, wenn das besprüht ist, wenn dann nachher die Farbe drauf kommt, da sieht man ja die Unterschiede sowieso nicht mehr im Ganzen, weil das wird ja grundiert alles. Aber die Dellen, ja, wenn du dann so drauf guckst und sagst, aha, da ist es ja, das braucht auch kein Mensch. Und das sieht ja auch irgendwo ein bisschen doof aus. Und ja, hier sehen wir es jetzt. Ich halte es mal kurz auf dem Bahnsteig auf. Wir sehen die beiden Treppenaufgänge links und rechts. Oben das Dach, wie es später drüber kommt. Das wird natürlich jetzt alles in den nächsten Schritten, wird das wieder geerbrascht und wie auch immer und so weiter und so fort. Und das wird nett. Und verschliffen muss es auch noch werden. Das kommt aber alles im nächsten Video. Jetzt zeige ich noch, wo die Lampen angebracht werden für mich, damit ich weiß, wo ich dann die Lampen als nächstes anbringen werde. Und dann würde ich sagen, schaut euch doch mal die beiden Videos hier im Anschluss noch an. Da geht es natürlich mit ähnlichen Themen weiter, die ganz gut dazu passen. Und vergesst vielleicht das Däumchen nicht und wie auch immer. Das überlasse ich euch. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr das macht und vielleicht auch einen netten Kommentar hinterlasst. Dann würde ich sagen, macht schön gut. Bis nächste Woche, Freitag 16 Uhr, bin ich wieder für euch da. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Bis dahin. Tschüss, euer Uli.